Wir schreiben ja inzwischen Tag 636 des Ukraine-Krieges und nun kommt die Schlammphase, die sogenannte Rasputiza. Wie wirkt sich das denn jetzt auf den aktuellen Kriegsverlauf aus? Also wenn es jetzt so matschig ist wie im Augenblick, da ist natürlich an vielen Frontabschnitten keine große Bewegung möglich. Die Kettenfahrzeuge kommen da nur sehr schwer voran, wenn überhaupt, über die Felder. Deswegen haben wir da eine gewisse Stagnation an manchen Frontabschnitten. Aber es wird auch weiterhin stark gekämpft an anderen Orten, wie zum Beispiel in Avdijewka, bei diesem Halbkessel, wo versuchen die Russen ja die Ukrainer einzukesseln. Das Ganze geht äußerst zäh voran. Dann haben wir dieses Ostufer des Dnepers, wo die Ukrainer in der Provinz Cherson Brückenköpfe halten, sie nicht weiter ausbauen können, aber die Russen können sie auch nicht vertreiben von dort, schaffen das nicht, da haben wir eine Pattsituation. Insgesamt stelle ich fest in der letzten Zeit, dass die Russen die Initiative an sehr vielen Frontabschnitten übernommen haben, Druck ausüben, aber ähnliche Schwierigkeiten haben wie eben die Ukrainer mit ihrer Sommeroffensive, nicht wirklich signifikant vorankommen, wohl auch hohe Verluste erleiden, wie es immer wieder von ukrainischer Seite heißt. Und von daher ist das ein Abnutzungskrieg, ein Stellungskrieg und es gibt da in keinster Weise Anzeichen darauf, dass Russland jetzt irgendwo den großen Durchbruch schafft oder dass die Ukraine wieder zu Kräften kommt und ihrerseits wieder zuschlägt und dann auch Erfolge erreicht. All das ist nicht absehbar. Es ist tatsächlich ein Krieg, der sich unendlich in die Länge zieht. Es ist eine Materialschlacht und ich habe das öfter schon gesagt, am Ende des Tages wird wohl derjenige den Sieg davontragen, der über die größeren Ressourcen verfügt in Bezug auf Kriegstechnik und in Bezug auf Soldaten. Christoph, danke dir für diese Einordnungen aus Moskau.